Mit seinem jüngst präsentierten 600er ATV setzt der taiwanesische Hersteller zum ersten Mal ein Zeichen in dieser Hubraumklasse. Dabei zählt die Crossland 600 mit einem VK-Preis von aktuell 7.599 Euro inklusive deutscher Loftzulassung zu den günstigsten Angeboten im Segment der 600er Zweisitzer mit langem Radstand. Wobei der mit 1360 mm gar nicht mal so lang ist. Im Vergleich hat eine Can-Am Outlander L 570 Max mit 1499 mm einen rund 14 cm längeren Radstand. Ihre Kürze kommt der Aeon beim Handling zugute. Aus 565 Kubik entwickelt das Einzylinder-Triebwerk der Aeon 43 PS. Das maximale Drehmoment von 43,6 Newtonmetern steht bereits bei 4500 Umdrehungen an. Mit einem Kampfgewicht von 402 Kilo bringt es die 600er Aeon auf einen Topspeed von 91 km/h, womit sie den Topseller in diesem Bereich, die 448 Kilo schwere TGB Blade 600 LT, immerhin um 3 Kilometer pro Stunde überflügelt. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 70 km/h in 7,7 Sekunden nimmt die Aeon der Marktführerin sogar satte 1,2 Sekunden ab. Als mittelprächtig erweisen sich die Bremsen der Aeon. Aus 70 km/h kommt die Crossland 600 nach 30,1 Meter zum Stehen. Die 1400 Euro teurere Blade 600 steht erst 6,6 Meter dahinter. Allerdings zeigen die Can-Ams mit rund 24 Metern, dass es auch deutlich besser geht. Von der Performance her ist die Aeon der Marktführerin überlegen. Dafür punktet die TGB mit einer umfangreicheren Ausstattung und kleinerem Wendekreis. Während Aeon keine Servolenkung für sein 600er ATV anbietet, ist die Lenkhilfe bei der TGB serienmäßig. Und das ist kein Luxus. Zumal die Blade mit 5,8 Metern fast 2 Meter weniger Platz zum Umdrehen benötigt als die Crossland. Klar, denn anders als die Aeon verfügt die TGB ja auch über ein sperrbares Hinterachsdifferential, mit dem sie als L7E-Fahrzeug in ganz Europa zugelassen werden kann. Aeon kann diese Technik ebenfalls produzieren. Bislang bietet der Importeur Michael Leeb allerdings ausschließlich die LOF-Variante an, welche nur in Deutschland zugelassen werden kann.